zweiter Teil unserer Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Samstag beim FC Augsburg. Wir begrüßen unseren Cheftrainer Mirko Slomka. Ganz herzlich willkommen. Mirko, was gibt's Neues zum Personal? Was kannst du sagen über den Stand unserer Mannschaft? Ja, schönen guten Tag. Moore ist nicht in unserer Planung für das Spiel in Augsburg. Wir werden das Training jetzt weiterhin steigern und gehen davon aus, dass er Dienstag, spätestens am Mittwoch, dann wieder in das Mannschaftstraining einsteigen kann, um dann auch für Poltawa wieder ein Thema zu werden. Und eine weitere nicht so schöne Meldung möglicherweise, das entscheiden wir allerdings erst nach der Bildgebung. Moritz hat sich heute ein wenig verletzt möglicherweise, spürte ein leichtes Ziehen im Oberschenkel und das werden wir jetzt entsprechend bildlich nochmal kontrollieren. Ich gehe mal jetzt davon aus, dass es nicht so schlimm ist, dass es vielleicht ein bisschen eine Verhärtung war, weil er jetzt auch keinen stechenden Schmerz gespürt hatte. Insofern hoffe ich mal, dass er zum Einsatz kommen kann, auch gegen Augsburg. Ihre Fragen, bitte. Ja, direkt erstmal weg von dem Thema Augsburg. Ralf Rangnick hat nun heute seinen Rücktritt erklärt. Sie kennen ihn ja nun auch sehr gut. Was sagen Sie zu dem Rücktritt und auch mit der Offenheit, wie er jetzt mit diesem Erschöpfungssyndrom umgeht? Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich habe die Meldung heute erhalten, genauso wie Sie. Und im weiteren Verlauf des Tages wird man da sicherlich von Ralf Rangnick oder von Vereinsseite aus noch etwas dazu hören. Aber ich kann dazu gar nichts sagen. Gut, da die Frage jetzt schon mal im Raum steht. Es wird ja schon morgen Thema sein, dass dadurch vielleicht auch was in Gang gesetzt wird. Vielleicht die Frage nach dem Druck im Trainerjob, wie man als Trainer auch damit umgeht, wie man sowas kompensieren kann, wie Sie das beispielsweise angehen, wie Sie sich da von diesem Druck erholen, der da ganz offensichtlich sehr, sehr hoch ist. Ich glaube, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich glaube, wir haben alle Druck im Sport, in der Wirtschaft, in jedem Beruf gibt es Drucksituationen. Ich glaube, da ist man auch verantwortlich für sich selbst. Aber ansonsten kann ich dazu meiner Person nichts sagen. Ich möchte aber trotzdem auch noch mal danach fragen. Glaubst du, dass der Tod von Robert Enke insgesamt dann doch dazu beigetragen hat, dass man anders mit diesem Thema umgeht, dass die Leute oder dass Trainer oder Sportler oder Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, eher jetzt den Mut haben, sich auch zu outen? Auch das kann ich nicht beantworten. Ich glaube, es gibt in jeder Berufsschicht wahrscheinlich viele, die sich auch mit Drucksituationen so oder so auseinandersetzen. Einige machen es öffentlich, andere nicht, bekämpfen das für sich selbst. Ich kann dazu nichts sagen. Ja. Ich kann das auch nicht bewerten, ob es jetzt mehr oder besser oder weniger geworden ist. Habe ich mich auch ehrlicherweise nicht mit beschäftigt. Der FC Augsburg ist das einzige Team in der Liga, das bis dato noch nicht gewonnen hat. Für uns Journalisten immer Grund genug, dann auch 96 die Favoritenrolle zuzuschieben. Wie sehen Sie es? Worauf muss man aufpassen? Wovor warnen Sie? Und wo sind die Stärken vom FC Augsburg? Ich warne davor, uns als Favorit in dieses Spiel zu schicken. Der FC Augsburg hat unentschieden gespielt in Berlin. Wir haben Hertha BSC Berlin hier erlebt im Stadion. Haben selbst gemerkt und gespürt in diesem Spiel, wie schwer es ist, die Berliner zu besiegen. Und wenn eine Mannschaft wie der FC Augsburg in Berlin zwei Tore erzielt und einen Punkt mitnimmt, dann ist das aller Ehren wert. Und ich glaube, sie werden alles tun, um ihren ersten Saisonsieg bei dem jetzigen Heimspiel zu erzielen. Und wir werden alles tun, damit das nicht passiert. Das ist das Spiel auf den Punkt gebracht. Es gab Veränderungen in der Mannschaft. Rotation, wie auch immer man das nennen mag, welche Erkenntnisse bringt das? Also abgesehen davon, dass man weiß, dass man in den letzten Minuten noch mal Gas geben kann, das war doch bestimmt auch nicht nur fürs Dortmund-Spiel wichtig für Sie, sondern auch... Ich hoffe ja auch, dass das dazu geführt hat, dass wir in den ersten Minuten Gas gegeben haben, nicht nur in den letzten, auch wenn wir jetzt in den letzten Minuten vielleicht das Spiel für uns entscheiden konnten. Aber es ist ja immer, wenn man den einen Spieler gegen einen anderen austauscht oder rotiert oder wie man auch immer das benennen möchte, hat es ja immer auch einen Sinn. Entweder Ermüdung oder es gibt vielleicht einen taktischen Hintergrund, den gab es ja gegen Dortmund, den habe ich ja hier in der Pressekonferenz auch erläutert, warum ich das so gemacht habe. Und natürlich gibt es auch immer ein Stück weit andere neue Motivation und man muss den richtigen Zeitpunkt finden, um eine Mannschaft vielleicht auch nochmal wachzurütteln, wieder Aufmerksamkeit zu schüren, noch mehr
zu fordern im Training und den Einsatz noch mehr umzusetzen. Also das hat verschiedene Gründe. Ja, aber in erster Linie geht es natürlich darum, ein Spiel zu gewinnen und die richtigen Spieler auszuwählen für den Sieg. Das hat jetzt gegen Dortmund geklappt und ich hoffe, dass wir auch gegen Augsburg ein glückliches Händchen haben, um dort zu gewinnen. Mirko, du hast im Training eben einiges ausprobiert, verschiedene Aufstellungen, auch verschiedene Systeme. Ist die Änderung des Systems eine Option für Samstag und wie hat dir der Teil des Trainings im 4-1-4-1 gefallen? Also ich sage jetzt mal nicht, ob es ein 4-1-4-1 war, aber es ist immer wichtig, auch eine Option zu haben, die hilfreich sein kann, ein Spiel siegreich zu beenden. Und wir haben gesehen in Stuttgart, dass unsere Systematik nicht gepasst hat. Wir hatten im Trainingslager auch schon mal etwas anderes ausprobiert. Und ich glaube, es muss auch Lösungsansätze geben in der Systematik, um ein Spiel, was man vielleicht für sich entscheiden kann, durch eine Führung nochmal entsprechend abzusichern, ohne seine Gefahr zu verlieren. Ich glaube, wir haben auch heute in der veränderten Systematik sehr torgefährlich agiert. Und wir haben jetzt momentan auch nicht gerade einen Überschuss an Stürmern. Wenn jetzt der Moritz auch noch mit einer Verletzung ausfallen sollte, was ich nicht hoffe, dann wäre es ja sehr wenig. Das ist ja Wahnsinn, ey. Also soll ich? Wir können auch aufhören. Mirko, ein Satz nur. Didi Jakonan, wirkt er so gelöst, wie man das erhoffen konnte nach seinem ersten Saisontor? Ja, ich fand schon, dass es auch für ihn natürlich nicht nur sein erstes Saisontor noch so ein wichtiges vor der eigenen Fankurve. Also das hat alles gepasst. Es war hoffentlich ein Befreiungsschlag, der jetzt auch ihn für die nächsten Begegnungen beflügelt. Können wir noch was zum Samstag beantworten? Sehr gut, dann sagen wir vielen Dank, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Einige von Ihnen sehen wir am Samstag. Bis dahin, vielen Dank.